Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alte Macht 8, ich meine 9, Schatten. Ich war DC Steve und... Euer DC Steve, ich war euer Let's Play Retro hier bei Alte Macht Licht, Schatten. Ja, wir sind ein, der Strategiemeister. Ein, der Mensch, der Rhea, die Fee und Thoran, das Tier. Ja, im letzten Part hat das Spiel begonnen und wir für einen Krieg gegen Red Vulkan. Oh, guck mal, das sind Leute aus der Zukunft. Ja. Das sind Trekkies. Steinschlag hat alles blockiert. Oh mein Gott, war das einfach die Technik von einem wilden Geowatz? Zurzeit geht es nur durch die Höhle nach Zephyr. Ich will heim. Die Höhle ist zu gefährlich. Ihr seid durch die Höhle gegangen, nicht schlecht, Kupo. Kauft was? Ich bin nicht geheilt. Ja, dann mach ich die Höhle. Und dann gehen wir jetzt in eine andere Höhle rein. Genau, jetzt sind wir hier wieder in der Open World. Ich glaube, wir müssen hier nach Westen. Ich glaube hier hin. Wir sind die. Guck mal, was wir wieder haben hier, welche Stadt. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, die Stadt gibt es, glaube ich, ab dem fünften Teil in jedem Teil. Es ist einfach zu praktisch, wenn man... Die Sache ist, du kannst einfach ein Projekt machen, ja? Und danach beginnst du einfach in deinem nächsten Projekt und denkst einfach so, die Map und die Map und die Map, die gefallen mir, die behalte ich so bei, verändere ein paar Dialoge. Genau. Ja, Monologe, dann sowas wie, ich will ja auch schwimmen. Das bedarf keiner Antwort oder Reaktion unseres Helden. Ja, sollen die Meerleute auch mal Menschen gewesen sein sollen? Nein, das haben wir schon geklärt in unserer Evolutions... Stunde, dass es keinen Sinn ergibt oder dass man nicht so einfach wieder zurück ins Meer gehen kann. Ja, kann. Der Spruch ist sogar übernommen, das lese ich dir nicht vor. Und auch da müssen wir wieder sagen, ja, kann er aber nur, wenn die Unterseite Frau ist und der obere Teil Fisch. Ansonsten gibt es da keine Liebe. Körperliche Liebe. Das sehe ich anders. Also ich sehe das ja eher andersrum, aber... Also oben hat man noch viel mehr Vorteile, ja? Da sind die Brüste. Da hast du nur ein stotterndes Maul. Nee, da hast du die Brüste und auch... Und Widerrede. Und auch eine gewisse Öffnung. Und Stress. Also von daher... Und keine Regel. Also, bist du Vampir? Mehr Jungfrau wäre mal was anderes. Ja, die Dialoge sind mir einfach hier zugleich. Ich mag Wasser gar nicht so. Deswegen lebe ich in einer Wasserstadt. Ja, was hat sie da? Dieser Mugel möchte gar nicht mit uns dudeln. So viel Wasser, mein Name ist Phil Kupo. Auch das hat er schon öfters gesagt. Auch das wurde schon öfters gesagt. Mehr Leute lieben es, durch Kanäle zu schwimmen. Oder sollten wir lieber sagen, Seaman? So, du meinst Beeman? Es ist wirklich ein bisschen schade, dass da bei der Übersetzung tatsächlich... Also, die Übersetzung hat es noch gut hinbekommen, ja? Weil es gab ja im Deutschen noch was... Ich sag jetzt mal, gleichwertig ist, ja. Ja. Aber das Original ist halt, wie gesagt, du kannst halt einfach im Englischen niemals Seaman sagen, in dem Sinne, wie du es halt im Deutschen, also wie du es halt vom Deutschen ins Englische übersetzen würdest, ne? Ja. Hoi, ihr habt hier nichts zu suchen. Das Schiff ist komplett ausgebucht, Kupo! Wir müssen nicht mit dem Schiff jetzt fahren. Okay. Das irritiert mich. Wenn das dachte, dass wir das müssen. Okay. Dann, ich weiß, hier oben ist noch was. Was für Dame sind wir hier? Was? Warum tragen die Leute hier Hasenkostüme? Ah, ich weiß, wir sind auf einer Furry Convention. Habt Spaß. Hier ist nachts offen, ich warte auf dich. Oh. Ja. Wir können mal wieder was kaufen. Kupo, kaufen! Aber wir haben... Oh, Vitaminen. Hol ich mir ein. Denn für mehr reicht das Geld nicht. Zur Zeit gibt es keine Kämpfe. Wenn es keine Kämpfe gibt, kommt hier keiner rein. Da müssen wir hier auch noch nicht hin. Okay.
Die Bunny-Station. Denn da wird gekämpft. Wir gehen auch mal nach. Ach so, dann müssen wir da erst danach hin. Okay, dann gehen wir erst hier hin. Ja, ist das erst hier hin. Berge sind mir lieber. Nur eine kurze zur Pause. Der arme Kurt. Ja. Will er da hinpissen oder warum ist er in der Ecke? Das ist auch geil. Nur eine kurze Pause. Ich hab zu arbeiten. Und arbeiten bedeutet in diesem Spiel einfach nur sinnlos durch die Gegend laufen. Ich bin auf Besuch hier. Diese Stadt ist manchmal nervig. Aber nur manchmal. So toll ist es hier nicht, ne? So toll ist es hier nicht. Warum beim? Nein, dann stand fahr mal heim. Alles muss ordentlich sein. Natürlich die Asiatin möchte, dass alles ordentlich ist. Ja gut, wenn die sich so eine asiatische Hilfskraft eingestellt haben. Wow, schön hier, wow. Du alte Breath of Fire 2 Hund. Was wäre, wohl wäre schön. Boah, das Spiel dröhnt mir wieder in den Ohren, aber ich weiß, dass am Ende ja die Soundabmischung passt. Na gut, was heißt, die Soundabmischung passt? Letztlich ist es einfach nur so, dass hier wahrscheinlich Musik ein bisschen lauter eingestellt ist. Ein schöner Ort. Wir spielen immer hier. Ja, kann man gut abkühlen. Ja, warum sagt keiner von denen sowas wie, wir ärgern gern die Enten? Pause. Mein Chef ist echt locker. Mein Chef ist echt locker. Pause. Wir machen immer nur Pause. Es bedarf eine Genehmigung, um zum Schloss zu kommen. Hier, das sollte erstmal lang. Was? Das kann nicht sein. So ein hohes Tier. Ich meine, der Drache bringt euch rüber. Drachen sind auf jeden Fall die zuverlässigsten Transportmittel. Dieser Bereich ist für Besucher gesperrt. Und dieser Bereich für Zuschauer gesperrt, Mann. Für Besucher. Oder schon wirklich Zuschauer? Bist du jetzt abgestürzt? Nee, es hat nur. War nur ein sehr langer Teleport. Puh. Ich dachte auch gerade schon, was ist denn hier gerade los? Oh ja, Mashala. Hey, Mashala. Nee, stimmt. Nein, das ist die Königin aus dem Reich des Himmelsdrachen. Ja. Königin Alexia. Ich hab gehört, der König wäre kein Mensch. Warum muss ich so lange warten? Oh. Dieser Bereich ist für Besucher gesperrt. Ich mal durch. Was denkt ihr, wo ihr hin wollt? Hier, Ausweis, ich darf überall hin. Ich bin ein. Das kann nicht sein, es tut uns leid. Geht bitte durch. Wow, wo sind wir? Was ist passiert? Wo hast du uns hingebracht? Schweigt. König Asmodian. Hat er diesen Namen schon immer? Nein. Ein von Zacknestein. Ich denke, das sollte auch unsere Einstein-Frage beantworten. Ja. Was willst du? Als wären eure Spione nicht überall. So ist es. Und wen ich dir sage, es ist gut so. Dann müsste ich nach Aqua und sehen, was die Königin sagt. Red benutzt Technik, die uns über ist. Die uns über ist. Ist total über. Wir sollten Ari gehen lassen, der Friedens wegen. Der Frieden, nicht des Friedens. Nein, das kann es nicht sein. Ach, du solltest doch tot sein. Du bist ein Aggressor und musst eine Zeit lang verschwinden. Ach, so läuft das jetzt. Ich verstehe, aber die beiden haben damit nichts zu schaffen. Nein, ich verstehe nicht. Was soll das alles? Geht nach Hause, sagt nichts, das war's. Brill.
Du weißt ja, das ist, oder? Also ich sehe auf jeden Fall Charon und Kai. Richtig. Du hast es versaut, man. Jetzt sitzen wir hier fest. Was soll Charon sein? Ja, das. Aber das war doch nicht Charon. Was sind denn das für? Oh Gott. Und das ist kein. Ey, diese Facets, die kann man doch nicht ernst nehmen. Oh. Das ist Facemaker. Und was hat er sich dabei nur gedacht? Aber die hatten doch eigentlich so coole Facets. Ja, aber die hatten am letzten hatten die auch schon gehabt, den fünften, wo sie dabei waren. Hatten die auch schon diese Facemaker-Sets gehabt, leider. Nein, aber Charon hatte auf jeden Fall ein anderes Face. Er hatte auch schon dieses Face gehabt, glaub ich. No way. Das gucken wir nach dem Part auf jeden Fall sofort nach. Der Plan vom Meister ist schlecht. Das weißt du. Einfach den Mund halten. Wir hätten Urlaub machen können. Ohne unsere Mädel. Es hackt wohl. Was sind das denn für welche? Also Terra ist schon mal nichts auf ins nächste Land. Hätte ich doch auch nur Teleport gelernt, anstatt scheiß Weltengänger. Was? Deswegen konnte er auch gerade einfach durch die Wand gehen. Weißt du, nach dem Motto, irgendwann muss ich halt entscheiden, ja? Will ich jetzt durch Wände gehen können oder will ich mich teleportieren können? Ja, wer nimmt denn nicht das Teleportieren? Ja. Hey, wie geht das? Uns nimmt dieses Gefängnis alle Kraft? Ich hab meine Tricks, ich bin Willi Tulit. Hilf uns und wir helfen dir. Euch seltsamen Vögeln, was könnt ihr schon? Unterschätzt uns nicht, nur weil wir gerade schwach sind. Eine Abmachung, ihr folgt mir und ich bin der Boss. Okay, klingt gut. Warum nicht? Ja, Kain und Charon kommen zur Gruppe, ne? Natürlich kann im letzten alte Machtteil die beiden nicht fehlen. Das sieht natürlich wieder nach klassischem alte Macht-Mapping aus. Ja. Und sie sind natürlich nur auf Level 1. Natürlich. So. Denn wir wissen ja, das Gefängnis hat ihnen alle Kraft geraubt. Okay, dann müssen wir nach rechts gehen. Diese Maus natürlich hat uns den Weg versperrt. Das ist eine Ratte, aber... Jackel und Jackel. Maskierte. Maskierte. Zwei Jackel und ein Maskierte. Die machen sehr viel Wow. Die machen wirklich sehr viel Wow. Charon geht auf jeden Fall gut ab. Charon schlägt schon zweimal zu. Charon ist dem Charon, ne? Ja. Charon, ich bin Charon. Aber ich finde auf jeden Fall schön, dass er die wieder zurückgeholt hat, oder? Das war auf. Aber die hatten leider letztes Mal schon dieses dumme Face gehabt. Was ich auch blöd fand. Fand die aus dem ersten Teil so gut. Na, ich mochte auf jeden Fall auch die alten Facets. Aus dem ersten, das war, und auch gerade Baal. Ja. Baals erstes Facet war genial. Ja. Das neue jetzt mit der Brille, dieser Verwaltungsdirektor. Ja, ja, Baal ist von einem alten weisen Mann zu einem, ja, Büro angestellt. Ja. Keine Ahnung, warum das sein musste. Das sind solche Entscheidungen, wo ich mir denke, oh Mann, warum denn? So, und lass mal hier noch den Typen weg. Ich glaube, es kommt sogar bald die Stelle, wo wir mit dem Maker eingreifen müssen. Denn an einer Stelle muss man nämlich mit dem Maker eingreifen. Oh, schon wieder? Weil er was versaut hat. Kai. Kai. Vor allen Dingen ist der Fehler auf jeden Fall ziemlich unnötig. Mal, das ist Paranoi. Oder Parandua. Ja. Also ja, den Teil könnt ihr leider ohne Maker auch nicht durchspielen. Das ist ziemlich schlecht. Ohne Maker wird man also niemals wissen, wie alte Macht endet. Oder wie es enden könnte, wenn der 9. Teil der letzte wäre und es vielleicht keinen 10. geben würde. Ja. Und das Schlimme ist ja, dass teilweise, jetzt könnte man sagen, absolutes No-Go, ja, ist es an sich auch, aber im Atelier bekommen solche Spiele auch Silbersterne. Welches Spiel? Sie ist Stardive. Ach so, die man ohne Maker nicht durchspielen kann. Stardive kann man auch wegen einem Begehbarkeitsfehler nicht durchspielen. Gut, die Sache ist, es wurden ja auch schon seit, glaube ich, Jahren keine Sterne mehr verteilt, oder? Doch. Charon
Charon. Charon ist Charon. Ich weiß schon, du meinst Charon von Sorata. Ja, Charon, genau. Ja, stimmt. Natürlich Charon. Das hat einen Goldstern bekommen, die Demo. Von wann ist die? Die ist von... 2015 oder was? Vor 2 Jahren oder so. Okay. Und Starlave ist dann 2007. Hat noch einen Silberstern. Na gut, also dass es 2007 auf jeden Fall noch Steine gab, das weiß ich, aber bin mir nicht sicher, ob da jetzt im letzten Jahr noch großartig was passiert ist. Es gibt ab und an auch Sterne. Nach welchen Kriterien die Sterne verteilt werden, steht ja auch nirgends. Nach Fame. Naja, so auch nicht. Ja, also ich glaube... Wären wir erst noch einen zweiten Goldstern? Zum Glück nicht. Siehst du? Wahrscheinlich nur einen Silberstern. Ich glaube gar keinen. Wenn es gar keinen hätte, dann wäre das sogar... Ich glaube, ja. Ne? Ja, ich glaube, Vampire Stone 1 hat, glaube ich, einen Silberstern. Und Vampire Stone hat, glaube ich, nichts. Ich glaube aber, dass solche, die Mystery Lady spielen, haben, glaube ich, alle Silbersterne. Was auch sehr fragwürdig ist. Ich glaube, vorher Mitternacht ist sogar Goldstern. Ja. Das sind auch ziemlich verrückte Spiele. Guck mal, da hat uns jemand Särge in den Weg gelegt, nur um unseren Weg länger zu gestalten. Ja. Der Raum ist auch wieder so... Das Lustige ist ja auch, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mal anfangen, die alte Machtschale zu remaken oder so, ja. Oder zu remastern. Aber nur mit Jacke Größe L. Das Problem ist aber... Ich frage mich manchmal, was müsste man denn ändern? Das Problem ist ja... Du darfst auf keinen Fall den Charme. Also der Charme darf ja nicht verloren gehen, ja? Das ist ja was ganz Wichtiges. Du machst einfach kein Remake, nur machst du das beste Remake. Du kannst es halt einfach nicht remaken, ohne dass der Charme verloren geht. Ja, das ist es eben. Genau das ist es eben. Wer plant den so einen blöden Turm? Es gibt keinen Weg raus. Du bist echt eine Schande für die Familie. Für uns gibt es immer einen Weg. Ihr seid verwandt. Das sind Brüder. Unreine Wesen verrottet in diesem Turm. Aha, das Bossmonster. Ich meine Wächter. Bossmonster. Und da war die vierte Wand gebrochen. Das ist noch eine harmlose Variante. Seid anders, der Meister will euch tot, so soll es sein. Stein, Ritter. Mach mal Erde. Der Steinritter sieht nicht wirklich aus wie ein Ritter. So. So wie Schaden macht das nicht. Wie viel Schaden? Super. Schon tot. Tigerzeichen. Verloren vergibt mir Meister, nicht verloren. Selbstverständlich musst du denn kommen. Das Tor da oben ist ein Trick, hier geht's raus. Schnellmerker. Warum sollte da oben jemand ein Tricktor hinbauen? Was soll der Blödsinn? Ich mach die beiden einfach. Vor allem, stell dir mal vor, da sind irgendwelche Abenteurer und die stehen dann hier unten und denken sich, da oben ist das Tor, komisch. Die Sache ist nur, da kommen wir nicht durch. Ja, und nun? Und dann kommt irgendein Boss-Typ an und will es erstmal wegklatschen. Warum? Ich meine, können die nicht einfach warten? Ich verstecke mich gar nicht. Ich tue nur so. Und jetzt verschwindet. Ich habe noch einiges zu tun in meinem Bettchen. Ich muss Comics lesen. Das Problem ist halt auch so. Ich mir denke, in der Rechtschreibung korrigieren, oh, das geht eigentlich gar nicht, ja? 1000 Taler. Weil die Rechtschreibung gehört irgendwie zur alten Macht dazu. Diese ganzen Teleports kannst du auch nicht rausmachen, weil die gehören auch zur alten Macht. Das gehört alles dazu. Ich würde mittlerweile sogar auch Teleports in mein Spiel mit einbauen. Also, das ist so. Teleports beschleunigen auf jeden Fall den Spielfluss. Ich bin nur der Koch. Das Problem ist halt, alte Macht hat halt dieses Actionfilm-Feeling, weißt du? So bam, 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 ja? Das muss so rangehen. Ja, das geht halt alles Schlag auf Schlag. Deswegen sind die Spieler auch zu kurz, so kurz. Genau. So, und hier an der Stelle... Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. ...ist der Bug. Das ist die Stelle, die verbuggt ist. Ja, verbuggt im Sinne von, er hat mal wieder vergessen, einen Switch zu setzen. Ja, er hat hier einfach einen Fehler gemacht. Und er hat einfach gar keinen Teleport drin. Vielleicht ist auch einfach gar kein Event drin.
ich glaube, da ist ein Event. Wollen wir uns das im Maker als gemeinsam den Zuschauer anschauen oder wollen wir es einfach zum nächsten Part fixen? Ich will das einfach jetzt kurz machen. Ja, dann würde ich sagen, dann fixen wir das mal on cam. So, hier sind wir jetzt im Maker. Und ihr geht einfach hier auf Weltkarte, also hier Welt, ne? Und sucht euch die Position, ihr seht sie ja hier, wo sie ungefähr ist. Und nehmt, na, also hier seht ihr ja die Koordinaten hier unten. Die werden ein bisschen viel bringen, wenn man im Spiel ist. Nein, ich meine, wenn ihr im Maker seid, um das zu fixen, das Problem. Ja, also geht dann einfach hier hin, da draufklicken. Achso, und ich hab's gerade schon gefixt, ja. Das hier ist drinne, hier ist Wald 1, ist on drinne. Ist standardmäßig drin, wenn man das Spiel runterlädt, genau. Ja. Und das ist totaler Bullshit, hier einfach den Haken rausnehmen. Wir haben ja nichts gemacht, was diesen Switch auf on setzen würde. Das genau. Ist ja das Komische und ich meine, genau. Es gibt ja auch davor keinen Open-World-Modus, wo du dich umsehen könntest. Ja. Und also keine Ahnung, was da genau passiert ist oder wie er sich das gedacht hat. Ja. Das war wieder so, er hatte da bestimmt eine Idee und wollte noch irgendwas machen, aber hat dann am Ende vergessen, die Idee einzubauen, hat aber genau. Hier schon den Switch gemacht und genau. Ja. Wenn hier einfach auf Apply gehen, auf OK gehen und... Ja, wenn wir dann das Spiel im nächsten Part starten, dann können wir einfach ganz normal durchgehen. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich war DC Steve und Let's Play Retro. Möge die alte Macht mit euch sein. Tschö, tschö.